Hallöle Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Liberty City Stories. Wir sind Tony Cipriani und haben einen Auftragsgeber, der Vincenzo Chili heißt. Zu dem werden wir jetzt hinfahren. So, okay. Und ja, erstmal muss ich mich hier total an die Steuerung gewöhnen. So viele verschiedene PlayStation-Spiele auf einmal. Wow. Wir klauen uns jetzt ein Auto, weil wir Gangster sind, aber wir warten mal auf irgend so... Ach, da kommt ein Taxi. Hallöchen, Taxi, du bist scheiße. Dankeschön, ciao. So. Oh nee, das ist so hässliche Musik. Ja, lass ich mal jetzt das an. Ich habe ja gesagt, dass ich... Dass ich... verschiedene Radiosender laufen lasse, damit ihr ein bisschen hört, was so für Musik in Liberty City spielt. Einfach so. Zum Vergnügen. Da, da, da. Bam, ciao, ciao. Ah, wie der Typ so hochgeflogen ist, das sah lustig aus. Ja. So. Vincenzo Chili, wo ist der Typ nochmal? Ich guck gerade gar nicht auf die Karte, aber auch egal. Wow. So, Chinatown, wow, voll die gruselige, illegale Gegend hier. Der Nudelmann, da ist der Nudelmann. Oh Gott, oh mein Gott, oh, die Polizei ist auch so schön an uns vorbeigefahren, währenddessen wir hier alles zu Tode crashen. Dann kommen wir natürlich an eine komische Werbung vorbei und ja. Yeah! Wir fahren alles zu Matsch, einfach so, weil wir es können. Whee! So. Mal sehen, was es diesmal für eine Mission gibt bei Vincenzo. Chili, genau. Chili. Pff, Slacker. Chili, wir sind alle Chili. Ah, Katzi, pst. Ooh. Ah, super nett, Vincenzo. Deine Aussprache ist mal wieder genial, wirklich. Mhm, okay. Wie immer spielen wir den Laufburschen für die komischen Typen. Hol Vincenzos Dealer im St. Mark's District ab. Yo, das machen wir natürlich mit dem größten Vergnügen, den wir nur so vorspielen, weil wir gerne das Geld brauchen und die Wohnung, weil wir einen Neustart machen und irgendwie irgendeine Unterkunft brauchen. So. Aber irgendwie geht mir die Musik auf den Sack. Also werde ich mal eine andere anstellen. So viele Büsse, die wir hier einfach so rammen. Wir rammen sie, wir sind böse Hasen. Noch schlechtere Musik, ich glaub's ja nicht. Da schalte ich so an. Ja, okay, die mag ich wenigstens. Da schalte ich so an. Da schalte ich so in den Radiosender an. Auf einmal kommt noch eine schlechtere Musik. Ah, genau, hier ist das Krankenhaus. Ah, einfach so. Ich weiß nicht. Ich tue so, als wenn ich eure Reiseführerin wäre. Wow, eine Reisefahrt durch Liberty City, durch eine virtuelle Stadt. Die ist. Jetzt bloß nicht versprechen. Nein, Scherz, okay, die es gar nicht gibt. Gibt's die? Gibt's die? Nein, gibt's die? Nein, natürlich gibt's die nicht. Piss dich. Ah! Nein! Schnell weg hier! Scheiße! Oh Gott. Ja, komm her, Alter, auf Fettsack. Hallo, kommst du mal her jetzt? Hallo? Sag mal, ist der behindert? Wie schnell läuft der, bitteschön? So, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich euch alle. Der alte Opa kämpft da tatsächlich mit mir. Ich glaub's nicht. Hallo, geht's dir noch gut? Oh mein Gott, so ein alter. Ja, so ein alter Sack kämpft da noch mit mir. Ja, okay. So. Gut, ja. Wir sind eigentlich mitten bei einer Mission, also sollten wir nicht so viel rumtrödeln. Das wäre nämlich Shit. S-H-I. Shit. Hallo Feigling. Oh, das sagte ich ja gerade. Ja, ausreden kann ich mir auch ausdenken, ne? Nee, wie wär's, wenn du ab jetzt arbeitest? Ja, echt mal.
Sonst kriegen wir den Arsch voll von voll von Vincenzo. So, jetzt habe ich es draußen. So, wartet mal, Leute. Wir haben keine Unterkunft mehr. Das heißt, wir müssen mit diesem coolen Bike fahren, was wir uns jetzt einfach so stibitzen werden. Ciao! Ha! So, wartet mal, Leute. Lassen wir ihn kurz hinterher rennen. Seht ihr? Na, möchtest du dein Bike zurückhaben? Na, komm doch her. Möchtest du dein Bike zurückhaben? Möchte er tatsächlich sein Bike zurückhaben? Na? Hier hast du es zurück. Scherz, ciao! Oh Gott, schlechte Musik! Schlechte Musik beeinträchtigt meinen Alltag. Was soll die Scheiße hier? So, komm, wir fahren dich jetzt zurück. Winnie, oh Gott, du hast ihm schon einen Spitznamen gegeben. Was bist du? Sein schwuler Freund oder was? Ja, die sind Dacos. Das sind so kleine Scheißers. Ja, ist klar. So. Da ist unser Ziel, also werden wir hier parken. So, wir stehen wach und schauen auch zu, dass er richtig seine Arbeit verarbeitet. Ha, Wortspiel. Arbeit verarbeitet. Und die Mission ist erfüllt. $100. Yay. Oh, gegen die Wand fahren. Ich wollte schon durch die Wand fahren, genau. Huch, Entschuldigung, Omi. Wollte ich nicht. So. Yeah, ich freue mich hier gerade wie so ein paniertes Apfelkuchenstück, dass wir auf diesem tollen Bike fahren. Und ich glaube, es ist sogar noch Zeit für noch eine Mission, weil eine Mission zu wenig ist in einer Folge. Das ist illegal und scheiße zugleich. Irgendwie gefällt mir die Musik hier nicht, ich weiß auch nicht. So. Fahren wir also zurück zum V. Ich hoffe, dass das nicht eine lange Mission ist. Weil wenn das wirklich eine lange Mission ist, dann müsste ich einen Cut machen. Und ich mag es nicht so gerne, Cuts zu machen, weil die dann immer so scheiße rüberkommen. Wie ein Stück Papier, das im losen Mundwerk rumschwebt. Payback-Time. Ach ja, und ich bin erkältet, deswegen schniefe ich ab und zu. Ah, der sitzt da auf Toilette und scheißt. Geil, einfach nur. Warum? Ja, wir waren es aber nicht, wir haben ihn nicht getötet. Ich liebe den Humor von den GTA-Machern. Einfach nur göttlich. Ich könnte mich 10.000 Jahre darüber krank lachen. Wir fahren nach Chinatown, weil es uns befohlen wird im Spiel. Weil wir da irgendwie komischerweise was verloren haben. Ja. Fragezeichen, Fragezeichen. Was stand da? Burger King? Happy Burger? Callahan Bridge. So. Cruisen wir mal ein bisschen durch die Stadt. Weil es so schön gemütlich ist. So. Mal sehen, was hier abgeht. Hallo. Pff, oh, kloppen. Ja, komm her. Ich werde dich fertig machen. Motherfucker. Ich werde dich töten. Wir werden dich ich werde dich fertig machen. Komm schon her, du kleiner Scheißhaufen. Du wirst jetzt dran glauben. Ja, echt mal. Die sind Sindakus, die in ganz Chinatown erteilen ihnen eine Lektion, die sie nie mehr vergessen. Wow, gerne. Ich verprügel gerne Leute, aber am liebsten habe ich das mit dem Stahlrohr. So, aber das gibt's hier nicht. So, ja, du amüsierst dich auch noch mit zwei Nutten. Was bist denn du für ein Kerl? Typischer Gangster. Du bist aber scheiße und deswegen wirst du jetzt auch gleich sterben, siehst du? Gut, okay, auf den Karten. Ja, auf den Karten. Tolles Deutsch mal wieder. Super. Da könnte ich jetzt echt eine 1 dafür bekommen. Hier wieder dasselbe Spiel. Das die ach, egal. Einfach nicht zuhören. Ignoriert es. Du stirbst jetzt.
Ich töte dich. Ab mit dir in den Sindaco-Himmel oder wohin auch immer. Mission erfüllt. $500. Yeah. Capital Autos in Harwood sucht einen neuen Verkäufer, falls du dir was für nebenbei verdienen willst. Ja, jetzt können wir nämlich ein Autohändler werden als Nebenjob und damit können wir richtig gut verdienen. Mache ich in der nächsten Folge, zeige ich euch dann, ui, erstmal brauchen wir ein bisschen Leben, ein bisschen Leben. Genau, so. Jetzt geht's uns besser und wir können zurück nach Hause fahren und speichern. Wow, 2 Missionen in einem Part. In einem Video, in einem LP, wow. Oh nee, das ist Bollywood-Musik. Aber ich finde die lustig, also lassen wir sie mal kurz an. Und wisst ihr was? Dieses Bike nehme ich mir mal gleich mit in meine Garage rein. Ich finde die so toll. Ach, ich könnte da echt richtig toll mitmachen irgendwie. Aber die singen mir zu hoch. Ja, hört ihr? Hören wir kurz nochmal rein? Ja, okay, das reicht. So. Gut. Gibt's hier sonst noch irgendein... Ja, ein Tennisschläger. Klar, ein Tennisschläger. Und das nächste Mal sage ich zu ein Stück Müll, ein Stück Piece of Kuchen oder so, ne? Gut, okay. Ich meine natürlich ein Baseballschläger. Ja, wir wollen die Datei überschreiben. Ich überschreibe immer komischerweise alles. Das ist lustig. Gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge von Let's Play GTA Liberty City Stories mit dem Gangster Tony Cipriani und dem tollen Tennisschläger. Genau, obwohl es ein Baseballschläger ist, sage ich jetzt dazu Tennisschläger, weil ich es kann. So, also, bis dann, Leute. Ciao.